herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Das Spiel des Lebens. Ein Tagesorakel am 16. Februar 2018. Eine Frage-Antwort-Orakel. Wir befragen die Karten. Wichtig ist, dass ihr eine Karte intuitiv auswählt von diesem Karussell. Die Karte in die Mitte ist eine zusätzliche Tagesbotschaft. Wer hat diese Karte gewählt? Was sagt die Orakel dazu? In diesen Karten erscheinen die Kelchen. Die Kelchen haben einen Bezug zu Wasserelement. Und Wasserelement symbolisiert die Gefühle, aber auch ein Reinigungsprozess. Und diese Karte zeigt noch etwas Besonderes für die Damen. Etwas bereinigen oder auf die Körperpflege achten, sich hübsch machen. In dieser Karte erscheint aber auch der Herr hier im Spiegel. Das bedeutet, dieser Mann schaut nach euch. Also jemand beobachtet euch, was noch wichtig ist, hier zum Erkennen. Ihr, also ich meine die Damen, erscheinen in seinen Augen rein, sauber, gepflegt. Wer hat diese Karte gewählt? Was antwortet die Orakel? Schauen wir das an. Diese Karte bedeutet Macht. Entweder ihr sollt die Macht bekommen, über eure Situation das zu beherrschen, oder ihr trifft selbst die Entscheidungen, also bestimmt ihr die Richtung. Diese Karte kann auch bedeuten, dass ihr gerade eine Begegnung habt mit einem Mann, wo eine Position hat, also hat Macht und übt einen Einfluss gerade auf euer Leben. Wer hat diese Karte gewählt? Schauen wir, was erzählt die Orakel. Diese Karte bedeutet Sehnsucht, aber auch Traurigkeit. Es kann bedeuten, dass jemand denkt an euch und ist gerade traurig. Diese Karte kann auch bedeuten, dass ihr selbst habt diese Sehnsüchte und erscheint alles so hoffnungslos zu sein und genau das macht traurig. Obwohl diese Dame im Bild sollte nur rausgehen und anderes sehen und nicht diese kaputte Wand, weil das ist nicht allzu einladend. Also das heißt, etwas in Bewegung setzen, nicht in dieser Traurigkeit versinken, sondern bewegen. Wer hat diese Karte gewählt? Schauen wir, was sagt die Orakel dazu. Diese Karte heißt der Tod. Ganz selten bedeutet diese Karte wirklich einen Todesfall. Ich schließe nicht aus, dass jemand gerade eine Trauer hat oder eine erbschaftliche Situation. Aber diese Karte bedeutet eher, dass etwas geht zu Ende. Entweder beendet ihr etwas oder eine Lebensphase geht zu Ende oder kommt eine Trennung oder kommt eine Kündigung oder, was sehr positiv in dieser Karte ist, ihr könnt euren Zweifel, euren Ängste loslassen, weil diese Karte ist auch gleichzeitig die Befreiung. Die Befreiung von etwas, dann kann auch etwas Neues entstehen. Wer hat diese Karte gewählt? Diese Karte ist natürlich das Beste, was die Liebepartnerschaft betrifft. Weil das ist das Liebesglück und das von beiden Seiten. Hier entsteht das Gefühl, wir gehören zusammen. Viel mehr braucht man gar nicht dazu sagen.
Aber diese Karte wirkt auch auf die berufliche Situation. Natürlich kann auch Liebe im Arbeitsplatz sein, aber würde auch ein Vertrag bedeuten, ein Arbeitsvertrag, kann auch Mietvertrag, Kaufvertrag bedeuten, wobei dann Seite befriedigend ist, weil beide Seiten profitieren etwas davon, also ein guter Vertrag. Aber in erster Linie, selbstverständlich, geht es um die Liebepartnerschaft. Wer hat diese Karte gewählt? Was sagt die Orakel dazu? Hier entsteht wieder die Kelchen und die Kelchen haben einen Bezug zu Wasserelement, also auch unseren Gefühlen. Aber es ist noch eine Übergangsphase, das ist diese Brücke. Wir sind noch nicht im Ziel angekommen. Kann auch bedeuten, dass ihr habt einen Partner oder Wunschpartner und er ist so hin und her gerissen, bewegt sich in die Brücke in beide Richtungen, weil er ist noch gebunden, aber so die Kontakt zu euch, auf jeden Fall ist das Gefühl sichtbar, das kommt von Herzen, das kommt von Gefühlen, aber auch eine gewisse Hin- und Hergerissenheit oder noch nicht richtig angekommen zu sein oder eine Übergangsphase. Wer hat diese Karte gewählt? Schauen wir, was sagt die Orakel dazu. Das ist sehr anziehend und das ist nicht die Erotik in erster Linie, obwohl das ist sehr erotisch, dieser Bild, sondern mehr diese mystische, diese schleierhafte. Und genau so werdet ihr gerade wahrgenommen. Also das ist schon diese magische Anziehungskraft. Wer hat diese Karte gewählt? Schauen wir, was sagt die Orakel dazu. Das ist eine Reise. Entweder geht ihr auf die Reise oder bekommt einen Besuch von Ausland oder von Weiten oder ihr plant eine Reise. Kann auch bedeuten, Autos, natürlich früher sind mit Kutschen gefahren, heutzutage fährt man mit Auto. Also alles, was mit Auto zu tun hat, Führerschein, Autoreparatur, Auto verkaufen, kaufen, das gehört auch in diesem Bereich. Und bedeutet diese Karte auch eine größere Veränderung oder ein Umzug. Und jetzt schauen wir die Karte in die Mitte, die Tagesbotschaft Heil werden. Das ist so ähnlich wie dieser Reinigungsprozess, Heilung bringen in eine Situation oder wenn es um Krankheit handelt, heil werden. Wenn verletzte Gefühle sind, da braucht man auch eine Heilung. Ich möchte noch kurz astrologisch was beschreiben, weil das wirkt auch unserem heutigen Tag. Mond hat einen Einfluss auf unsere Gefühle, steht mit Venus zusammen. Und das wirkt natürlich ganz stark, was die Liebepartnerschaft betrifft. Und das in Tierkreiszeichen Fischen hat auch mit Gefühlen zu tun, auch Wasserelement. Das heißt, wir können damit rechnen, dass man über Gefühle gesprochen wird oder das wird gezeigt auch, kommt auch viel Klarheit. Sonne steht mit Merkur in Konjunktion, das heißt klärende Gespräche, es klärt sich etwas auf, also schöne Einflüsse auch für Neuanfang, ist sehr gut, ein neuer Start. Was noch wichtig ist, dass die Mondbewegung in Tierkreiszeichen Fischen kommt zum Skat in Verbindung und dieser Stern Skat bedeutet Wünsche, wünscht dir was. Nicht umsonst sage ich das immer wieder, wie wichtig das ist, unsere Sehnsüchte, Wünsche, Träume, weil das können wir als Ziele setzen, wenn das realistisch ist, ist das auch erreichbar. Also dieser Skat kommt in Kontakt in die heutige Mondbewegung. Mond nimmt diese Energie auf und vermittelt uns weiter. Also das heißt, heute dürfen wir auch etwas wünschen. Eine gewisse Spannung ist in der rechtlichen Lage möglich oder im Ausland kann auch passieren, dass da Erinnerungen sind und enttäuschte Gefühle kommen wieder hoch. Dass einige von euch haben diese Themen, aber dann ist wichtig, da eine Heilung und die Chancen, Möglichkeiten, Glück in die Liebe haben. Diese Glücksenergie, diese Liebesenergie ist sehr stark ausgeprägt. Mond mit Venus, mit schönen Einflüssen
also auch eine schöne Liebesenergie. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr jederzeit mit mir kontaktieren. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Ihr könnt euren Fragen stellen, ich beantworte das auch blitzschnell. Mein Honorar beträgt für diese Art von Beratung pro Frage 10 Euro. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.